Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pillars of Eternity. Das letzte Mal haben wir Purnisks Haus gereinigt und... Oh, hier liegt ja doch noch was. Von den Söldnern und dem Imposter. Also demjenigen, der sich für ihn ausgegeben hat. Und ja, jetzt wollen wir mit Kendra reden. Ich habe übrigens gemerkt, dass wir in Akt 2 sind, aber ich habe noch nicht mal das Achievement, dass ich Akt 1 beendet habe. Das finde ich komisch. Verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Wenn mir das einer erklären kann, nur zu. Mich macht das nämlich traurig. Ich hätte das Achievement gerne. Egal, wir gehen erstmal mitten in der Nacht in das Inn. Eigentlich könnten wir hier auch nochmal kurz übernachten. Ich meine, wir haben die Kohle und Zeit ist nicht so wichtig, finde ich. Es gibt, glaube ich, das Achievement hierfür, oder nicht das Achievement, aber der Speedrun hierfür sind auch nur ein paar Stunden, aber I don't care for Speedruns, not in the slightest. Also mir sind Speedruns total egal, Leute. Und von daher pfeifen wir da drauf. Kendra! Sie ist jetzt auch eine Hexe oder so wahrscheinlich. Kendra! Wir haben gute Neuigkeiten. Kendra blickt auf, als du dich näherst. Was ist mit Purnis passiert? Hast du ihm den Ring gegeben? Okay. Ich bin ehrlich, denke ich. Also nicht, dass ich da besser mit Betrutzbucht werde, aber, ich will nicht täuschen, eigentlich. Ja, ich könnte ihn befreien, aber... Ich bin eigentlich... Ich hab sie immer sehr ehrlich gespielt. Und ich meine, ich... Ich denke, dass sie erkennt, warum er es getan hat. Und er hat sie nicht geschlagen, wenn wir ihm das sagen. Und von daher traue ich ihr schon zu, die richtige Entscheidung zu treffen. Nämlich trotzdem bei ihm zu bleiben. Und ihn vielleicht das Zwerfhandeln auszutreiben, wenn sie davon weiß. Weil das hat ihm immer die Probleme verursacht. Und vielleicht kann sie ihm ja sonst irgendwie helfen, dass sie ein bisschen mehr Geld verdienen oder sowas. Ja, mal gucken. Ja, ein mächtiger Zauberer hat vorgegeben, Purnis zu sein. Ach, und der echte Purnis handelt mit Zwef. Ist aber auch irgendwie doof gesagt, ne? Eigentlich war er oben, weil er gefangen gehalten worden und ich habe ihn befreit. Nee, wir sind ehrlich. Sie hält sich schockiert die Hand vor den Mund. Purnis, mein Purnis ist Zwef-Verkäufer. Wenn ich nicht wüsste, dass du von Grund auf ehrlich bist. Ach, guck mal. Geil. Aber wie kann ich ihm vertrauen, wenn ich weiß, dass alles eine Lüge war? Ich glaube nicht, dass ich ihm je wieder gegenübertreten kann, jetzt da ich weiß, dass er in dieses schreckliche Geschäft verwickelt ist. Das glaube ich nicht. Das kriegen wir auch hin. Es ist klug, sich von ihm fernzuhalten. Ich denke mal, da ist leidenschaftlich gut. Oder wohltätig. Im Moment braucht er Hilfe und Vergebung. Ich meine, es tut ihm leid und er hat es gemacht, weil er Geld brauchte. Ist trotzdem eigentlich nicht zu entschuldigen, mit Drogen zu handeln, aber wir machen es ja per se auch. Jetzt verkaufen sie zumindest. Wir wollen nicht mehr davon, aber wir verkaufen, was wir finden. Also, weil wir es selber nicht nutzen. Aber ich denke, er liebt dich noch immer. Willst du wirklich eure gemeinsame Zukunft einfach aufgeben? Vielleicht hast du recht. Wenn er bereit ist, mit dem Zwerf aufzuhören, schaffen wir zwei das. Jedenfalls sollte ich ihm die Chance geben. Finde ich nämlich auch. Trotzbuch, gering positiv, oder nicht? Oh, und nimm das. Sind wir das von ihrem Hals? Ich habe es bei einem der Händler gekauft, um mir zu helfen, bei meiner Entscheidung zu bleiben. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Schon die Entschlossenheit. Ja, unterschiedliche Entschlossenheit sind mir mit hinzugefügt. Geil. Wow. Wir haben jetzt nochmal 2436 Erfahrung bekommen und insgesamt haben wir innerhalb dieser Quest 3000 Erfahrung bekommen. Nice. Sein altes Ich. Quest abgeschlossen. Ja, wunderbar. Das ist doch... Ach, ist das nicht schön. Haben wir dem Pärchen noch geholfen? Da sind doch alle glücklich. Durch dieses Abenteuer abgeschlossen. Kana kehrt mit 568 Erfahrung zurück. Okay. Aha. Nyrit, ich bin den Kupferweg dem bezahlten Schläger Nyrit begegnet, der die Identität eines Zwerfverkäufers angenommen hatte, der seinem Lieferanten Geld schuldete. Er nutzte die Identität, um Zwerf zu verkaufen und so Verluste sie daran wettzumachen. Die lasse ich nicht frei. Kannst vergessen. Das Drecksschwein ist das. Ich will mit ihm reden vorher, zumindest. Und ich sehe nicht, was hier noch... Da, Kana kehrt mit Geld zur Festung zurück. Die Beute wartet in der Schatztruhe in deiner Herrenhalle auf dich. Yay, dankeschön. Wir haben leider sonst kein Quest. Wir haben 2000 Kupferlinge gemacht. Das ist extrem geil. Und ich würde sagen, wir wollen ein Zimmer. Und wir wollen... Wir haben die Kohle, ne? Warum nicht mal ein ordentliches hier? Gewandtheit, Überleben, Verteidigung. Eigentlich haben sie sich einen Fuchsbau verdient, oder? Ja, komm. Wir schlafen heute mal wie die Könige.
Wunderschön prasselndes Feuer. Ich stehe auf sowas. Südliche Ringmauerbauten abgeschlossen. Sehr gut. Damit können wir sogar was Neues in Auftrag geben. Wir können Türme bauen. Durch den Ausbau der Türme erhältst du den Wahrnehmungsbonus, wenn der Leuchthöhle gerastet wird. Das kann man sehr gut stacken, alles. Westliche Ringmauer, mehr Schutz. Ich bin eigentlich erstmal für mehr Schutz. Wir haben auch noch die Händlerstände. Das wäre auch cool. Und eine Handwerkshalle. Die Festung wird bewaffnet. Oh. Jetzt ein Waffen- und Rüstungshändler, sowie ein Geschicklichkeitsbonus. Hiermit hätten wir Kuriositäten. Aha. Generiert außerdem in jeder Runde ein zufälliges Kreaturenkörperteil in der Schatzkammer. Oh, das ist cool. Das könnte gut stacken. In jeder Runde, das heißt jeden Tag wahrscheinlich. Das ist eine Runde. Kann ich mir vorstellen. Halle der Magieschmiede. Die sind neu, oder? In der Halle der Magieschmiede werden neuartige Gerätschaften gelagert. Wenn du sie wieder aufbaust, kannst du dort Fallen kaufen. Und du hältst einen Mechanikbonus. Kapelle ist das religiöse Zentrum. Möglich ist dir, Schriftrollen von einem Priester zu kaufen. Außerdem verleiht sie dir einen Bonus entschlossen. Halt, ich mag religiöse Zentren nicht. Übungsgelände bietet Platz, auf dem du deine Kampffertigkeiten verfeinern kannst. Durch den Ausbau des Trainingsgeländes erhältst du einen Machtbonus. Sancha Garten, durch den Ausbau des Sancha Gardens wird in der Schatzkammer deiner Festung jede Runde eine zufällige Pflanze generiert. Das ist cool. Förster, da haben wir schon die Waldlandfahrt. Hier gibt es neue Sachen, meine ich. Umgeben das Gebiet einer Burg. Durch deren Ausbau hältst du sowohl einen Bonus auf Verfassung als auch auf Athletik. Oh, cool. Das Labor. Das ist nur Restauration des Labors und bringt nur Prestige. Ganz ehrlich, am meisten würde mich der Kuriositätenladen reizen. Immerhin, random generierte Körperteile. Ist doch cool. Kerker haben wir ja auch, das wissen wir ja jetzt. Kasernen. Aber am wichtigsten wäre wahrscheinlich die Ringmauer, um mehr Schutz zu bieten. Machen wir die Ringmauer. Wir haben ja das Gold gerade, oder die Kupferstücke eh gerade bekommen. Okay, dann raus hier und weiter gucken, was hier noch für Quests auf uns warten. Wir dürfen jetzt einen richtig schönen Bonus auf so ziemlich alles haben. Ich hoffe, ihr könnt mich hören während der Ladezeiten, weil die Aufnahme immer sehr stockt. Muss mal drauf achten. Ah, es gab doch nochmal einen Cut. How is it you fail to notice your rotten stench? Fail to notice? Hardly. I put work into smelling this way. What? I should have expected. I never know what sort of game is downwind. I need to smell like part of nature, not an interloper. Das stimmt allerdings. Das war gerade eine Diskussion zwischen Durant und Hiravias. Oder Durans. Hier ist nochmal so eine Geschichte. Oh, ich meine, die Geschichten sind toll, aber ich will mich damit jetzt nicht zu sehr aufhalten die ganze Zeit. Was haben wir hier? Auf dem Wasser treiben zerbröselte Brotlaibe und zerrissene Handzettel. Wow. Ja, es geht also so gut, dass ihr mit Nahrung um euch werfen könnt. Was zur Hölle seid ihr denn hier bitte? So, jedenfalls zwei Leute, mit denen wir reden können. Ein Forum. Denn Zeit ist gekommen, Siegram, dein Leben ist verwirkt. Das hier wird gerade etwas aufgeführt. Können wir nicht angucken. Olaf, denn sie ruft nach mir, der bleiche Paladin. Okay, Lumdala, wer bist du? Lumdala, der Blick der statuenhaften Frau könnte Stein zerschneiden. Sie wendet ihre scharfen Wangenknochen gen Himmel und bedenkt dich mit einem kurzen Blick. Ihre Augen glänzen unter silbrigen Lidschatten und einem rasiermesserscharfen Kajalstrich. Bevor du sprechen kannst, wirft sie ihre Hände dramatisch in die Luft. Well met, friend. Autogrammwünsche bitte nach der Vorstellung. Große Kunst erfordert große Konzentration. Und vom Sternenfest wird die größte aller Künste erwartet. Was ist Sternenfest? Wir sind die beste Theatergruppe der Stadt. Wir glauben, dass die beste Kunst lebensecht ist und man völlig darin eintaucht. Sie blickt das Amphitheater mit verzückten Augen an. Wir halten unsere Aufführung hier im Kupferweg ab, zur Erbauung aller. Für einen Bewunderer kann ich wohl einen Augenblick entbehren. Was tust du? Das hängt ganz davon ab, was die Rolle verlangt. Ja, die wird wahrscheinlich alles machen. Ich habe schon ein paar... Sagen wir so, ich hatte mal was mit einer aus dem Theater und ich habe da ein paar Dinge gehört, die mir nicht gefallen. Ja, was so mal da gemacht wird und das... Nein. Finde ich absolut nicht gut. Aber egal. Theater an sich ist eine sehr schöne Sache und sehr wichtig, aber ja, Schauspieler und Schauspielerinnen, nein. Finde ich absolut krank, teilweise. Sie legt ihre schlanke Hand auf die Brust. Mal bin ich der bleiche Paladin, mal die Witwe des Waldes, mal die Kriegerkönigin Mokka. Oder Motschka? Mokka? Mokka wahrscheinlich. Jeden Tag ein anderes Leben leben zu können, ist wahrlich einzigartig. Ja, wenn du das Leben leben nennst, wenn du eine Vorstellung, eine Aufführung hast, naja.
ich bin kein Kunstinteressierter, beziehungsweise ich verstehe Kunst oft nicht. Literatur noch eher als Bilder oder Theater. Theater ist in gewisser Weise auch Literatur, aber Theaterstücke, ne, ist nicht so meins. Ist einfach nicht so meins. Es ist halt, ne, es ist halt meine Auffassung davon. Ich bin halt niemand, der so kunstinteressiert ist, deswegen kann ich das nicht gut nachvollziehen, leider. Und dementsprechend kann Melvin das auch nicht nachvollziehen, weil, ne, läuft. Nimmt das Sternenfest viele neue Mitglieder auf. Aber natürlich, gutes Drama ist Balsam für die Seele. Das finde ich nämlich überhaupt nicht. Und wir möchten möglichst vielen Zusehern ein echtes Theatererlebnis bieten. Aha, was denn für Mitglieder nehmt ihr auf? Wir nehmen neue und alte, groß und klein, erfahrene und unerfahrene Mitglieder auf. Wer auch immer am geeignetsten ist, eine Rolle voll auszufüllen. Wie lange behaltet ihr eure Mitglieder? Solange sie die Anforderungen der Rolle erfüllen können. Sie glättet eine widerspenstige Haarsträhne. Das Schauspielerlebnis kann anstrengend sein. Manchmal halten daher kürzer. Manche halten daher kürzer halt durch als andere. Mhm. Ja, tschüss. Wer bist du? Kadal. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht sprechen. Du hast einen Namen, du musst mit mir reden, Mensch. Ja, ist cool. Auch schön, dass ihr mitten in der Nacht Aufführung gebt, aber ist ja okay. Ich würde jetzt gerne noch wissen, was hier zu entdecken ist. Die Bänke sind übersät mit Hühnerknochen, zerbrochenen Flaschen und fettigen Papierstückchen. Wow, okay. Ist cool. Wir sind hier, beim Marktplatz waren wir noch nicht, bei der Halle waren wir noch nicht. Hier oben ist noch Lumdalas. Aha, ihr Haus. Interessant. Vielleicht finden wir da was Nettes. Ein Schreiberschlafsaal. Hier geht es zu Uferfeuer, da müssen wir auch noch hin. Zu Katakomben, da werde ich nicht reingehen, außer wir müssen es. Ich würde aber gerne in die Halle der aufgedeckten Geheimnisse gehen. Und danach gehen wir mal zu Lumdalas Haus. Ach, eigentlich wisst ihr was. Scheiß drauf, wir gehen jetzt sofort zu Lumdalas Haus. Wir wissen, was mit der Trolle abgeht. Da. Können wir nicht ein bisschen schneller machen, Freunde? Rennt doch mal ein bisschen. Was nennt ihr Rennen? Aha. Warte mal, rennt mal ein bisschen. Und ich habe das nicht... Ah, ich habe da keinen... Pause-Space. Ja gut, das wollte ich auch haben, aber ich habe keine verdoppelte Geschwindigkeit oder sowas. Okay. Keine Tasten belegt. Sollte man vielleicht auf die Maustaste legen. Ja, das Dumme ist nur, dass der schnelle Modus nicht wieder weggeht, außer man... Ja, obwohl, man nochmal drauf drückt. Hm, könnte ich mir den auf die Maustaste legen. Dieses Gemälde stellt die berühmte Szene aus Morgendämmerung dar, in der der Reisende und der Geist zufällig auf einen verhungerten Mann stoßen. Okay. Wir speichern mal. Mal gucken, was hier so passiert. Ich traue dem Braten nämlich nicht so wirklich von der Trulla. Apropos Braten. Nom nom. Wir können noch mal was craften oder was verzaubern. Mittlerweile Sachen, die dafür... Ah, oh, okay. Da müssen wir was knacken. Aber es ist hier nichts Ungerechtes, was wir hier tun. Laut dem Spiel. Trank der fliegenden Füße. Bewegungsgeschwindigkeit, nice. Ich setze so selten Tränke ein, Leute. Bei den Kämpfen momentan ist es auch nicht nötig. Hierfür benötigen wir also einen Schlüssel. Really? Huh. Aber hier werden wir keinen Schlüssel finden. Wir können sie nicht bestehlen, glaube ich. Wir können es versuchen, aber... Mit der hat es noch was auf sich, Leute. Ich sag's euch. Ich weiß nicht was, ich kann es nicht einschätzen, aber da hat es definitiv noch was mit der auf sich. Ich hoffe echt, dass nicht dauernd die Aufnahme hängen bleibt oder so. Oh, die Triche hängen einfach rum, das ist cool. Und die, so süß. Okay, was bist du? Der Schreiberschlafsaal. Da können wir auch nochmal kurz reingucken, bevor wir in das Geheimnishaus gehen. Sehr, sehr interessant momentan, sehr, sehr interessant. Okay, was haben wir hier? Verschütteter Tee, leere Tintenfässer und eine detailreiche Zeichnung eines alten feuerspuckenden Zwerges sind alles, was von einer langen Lerneinheit übrig sind. Ja, die Zeichnung finde ich vor allem gut. Nice and quiet. Ja, komm, wir bedienen uns hier mal. Weil... Nee. Hallo, Corin, na? Habt ihr noch schöne Sachen, die ich mitnehmen kann? Ja, habt ihr. Lay in low. Ich meine, wir müssen hier ein bisschen plündern, Leute. Ich mein, deswegen, mit Geld haben wir nicht so viele Probleme, deshalb. 8 Wissen, wow. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt jemanden nutzen kann. Kleben für 6 Sekunden, wow. Wenn dann nur du. Ach, das ist die unterschiedliche Entschlossenheit. Wisst ihr Bescheid. Eigenschaften des Intellekts plus 2 und der Entschlossenheit plus 1. Das ist nice, was haben wir denn an? Das da haben wir an.
Hals. Das ist auch am Hals. Ja. Aber unser Cape ist besser. Hast du ein sinnvolles Cape? Du hast einfach nur einen Umhang. Fulvanus, Amulett, mehr Reflexe, Heilungsbonus ist gut bei ihm. Ihr habt alle was Sinnvolles an, nur du nicht. Also, weg, have fun. Du hast mehr Entschlossenheit und mehr Intellekt. Ist doch super. Brauchst du. Sieht irgendwie komisch aus. Okay. Corin, sag mal, wie geht's dir so? Guards keep you. Bei Vales augenlosem Gesicht bist du ein kurzer Oger. Aber warum bist du grün? Und wie schaffst du es, dass die Ernten, dass die Enten so um dich herumfliegen? Was zur Hölle nimmst du für eine Scheiße? Oh, wir wissen es anscheinend. Lass mich raten, du hast zu viel Weißblatt geraucht oder bist du irgendwie an Schneekappe gekommen? Er klatscht in die Hände und lacht. Schneekappe, Schneekappe! So wenige Leute kennen Schneekappe, von Ogern ganz zu schweigen. Er strahlt dich an und nickt. Okay, yes. Oh, es ist wieder so, dass Künstler immer irgendwelche Drogen reinpfeifen müssen, damit sie kreativ genug sind. Das finde ich irgendwie ziemlich albern. Du bist Schreiber? Er nickt. Ja, ich bin Schreiber. Okay. Ich lese Bücher, ich schreibe Bücher. Ich habe einmal ein Buch gegessen, weil es ein wenig aussah wie eine Torte. Ja, kranke Leute. Oder vielleicht war es eine Torte, die aussah wie ein Buch. Interessant. Oder vielleicht hast du auch einfach nur all deine Gehirnzellen weggeraucht, du Vollidiot. Oh, oh, oh. Ich bin auch Kräutersammler. Blumen, Pflanzen, ich verkaufe sie. Meistens esse ich sie. Zeig mir, was du hast. Ja, zum Beispiel Schneekappen. Ja, das sind auch Drogen, wieder alles. Immunität gegen verwirrt für 600 Sekunden. Oh, man kann nicht verwirrt werden. Plus 40 gegen bezaubert, Verteidigung gegen beherrscht. Interessant. Weil man einfach irrational wird. Großartig. Und wir könnten hier ganz viel Zeug kaufen, von dem ich eigentlich nichts brauche. Scan-Knochen. Wir können überall bei jedem Shop Charaktere neu ausbilden. Das ist interessant. Mehr brauche ich von dir nicht, Freund. Du könntest es einsetzen. Kleine Ausdauer. Der ist wertvoller, aber ich will dir das hier geben. Und er braucht natürlich sein Zauberbuch. Damit er wechseln kann zwischen seinem und Ardors. Ach nee, Ludranas und Sardas, ja. Hey. Schreiber, Schreiber, Schreiber. In den robusten Betten liegen dünne Decken und noch dünnere Matratzen. Wow. Okay, kein Wunder, dass ihr halt Drogen nehmt, alles. Noch ein komischer Schreiber. Aus dem Becken steigt ein ranziger Geruch auf. Die Teller oben auf dem Haufen sind mit Fleisch- und Käsehäppchen übersät. Die Teller ganz unten sind mit schleimigen Pflaumen bedeckt. Die haben sie lang schon immer gespült. Ist ja fast wie bei mir. Ah, wie gemein. Ich kann dir nichts mitnehmen. Das ist ja gemein. Okay, wir haben auch schon genug geplündert. Jo, das war das Haus der Schreiber. Nicht sehr spektakulär, aber hey, immerhin. Ein paar namenlose Schreiber und den Drogenfreak. Warum müssen die alle Drogenballern wie Schweine? Ist ja abartig, Leute. Könnt ihr euch nicht mal hier ein bisschen zusammenreißen? Hier schauen Kinder zu, ja? Das geht ja mal gar nicht. Ja, ich find immer diese Verherrlichung von Drogen zum Teil so, so dämlich. Sollte Drogen nicht verherrlichen. In den meisten Fällen sorgen sie nur dafür, dass alles schlimmer wird als besser. Und dann gibt's auch wieder Zeug, ein Historiker. Noch ein Schreiber. Ach, das, die arbeiten wohl dort, aber leben in diesem anderen Haus. Das könnte sein. Ich meine, sie müssen ja irgendwo leben. Ach ja, das war die Bibliothek, genau. Books hold so many answers, yet you cannot merely ask them a question aloud. You must pour through the pages and hunt for knowledge yourself. I like to think of libraries as way shrines to WoW. Aha. Willkommen in der Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Und auch wieder welche. Hail and well met. Oh, ach, jetzt dürfen wir. Die Frau blickt kaum von den Büchern auf den Tisch auf, als du dich näherst. Du darfst dich gerne umsehen, aber bitte sprich leise. Wir sind hier schließlich in einem Tempel und Grimdar duldet keine Unruhe. Okay. Das ist ein Tempel, sieht eher aus wie eine Bibliothek. Ihre Augen werden groß und rund, weil es eine Bibliothek ist. Vael ist der Gott der Geheimnisse und Antworten, der Verschlüsselung und Entschlüsselung, des Verbergens und der Offenbarung. Sie weist mit der Hand auf die Bücherregale. Er weist uns den Weg, indem er uns das Unbekannte verstehen lässt und verborgenes Wissen beschützt. Die Halle der aufgedeckten Geheimnisse wurde diesem Umstand zu Ehren gebaut. Faszinierend.
Nicht wahr? Tempel, die Wählgeweihten sind meist gewaltige Wissensspeicher. Wir nutzen dieses Wissen, um die Mysterien der Welt zu ergründen und zu bewahren. Sonst noch etwas. Wer ist Grim da? Mit Vexas Stimme schwingt Ehrfurcht mit. Sie ist die Oberarchivarin. Sie ist eine der angesehensten Gelehrten unserer Zeit. Nichts geschieht hier ohne ihr Wissen. Zumindest fast nichts. Sie kratzt sich hinter dem Ohr. Du solltest in ihrer Gegenwart heute vorsichtig sein. Und über dich so? Sie wirft ihre breiten Schultern zurück. Ich bin Schreiberin und treue Anhängerin Wales. Es ist meine Pflicht, unsere Unterlagen und Ressourcen zu bewachen. Ihre Brust schwillt vor Stolz. Ja, ich gehe dann mal. Tschüss. Okay. Die Bücher auf diesen Regalen decken die Geschichte und Mythologie von Altweilia ab. Okay. Ach, hier wäre alles gestohlen. Wie gemein. Die Symbole auf diesen Seiten krümmen und stellen sich um. Sie anzusehen ist schwindelerregend. Okay. Wie bei Harry Potter. Diese Titel behandeln samt und sonders glanfadanische Mathematik und fortgeschrittene Geometrie. Ja, das wäre doch was für dich, Mensch. Melvin. Die Reisen des Erol von Levi. Ah, das wäre interessant. Oh. Wir haben ja von Erol von Levi gehört. Er hatte die Gans gehabt hier. Niemand darf ohne Grimm das Erlaubnis des Elsenarchiv betreten. Oh. Vielleicht kriegen wir die Erlaubnis ja noch. Wir wollen uns nur umsehen. Alles gut, wir machen nichts Unrechtes. Nein, nein. Nein, nein, nein. Speichern wir mal. Keep an eye out. Ja, die Hundi wird gesehen, aber das ist mir ja egal. Jonas letztes Tagebuch und Schreiben der okkulten Hand. Das Tagebuch und das Schreiben gibt man ihm. Und der Krieg des Heiligen, Teil 1 und tägliche Bestätigung des Fokus und der Effizienz. Geh mal dich. Wir müssen unbedingt mal was lesen, Leute. Das werde ich gleich auch noch machen. Es darf sonst niemand hier rein. Ist nicht verdächtig, dass wir hier geschlichen sind. Nein, nein. Alles gut, alles cool. Mhm. Und da ist Grimm da. Suche weiter. Der Verschleierte hinterlässt Hinweise für die, die suchen. Dieses gemalte Auge scheint sich zu bewegen, sobald du ihm den Rücken zuwendest. Okay, that's creepy. Hallo Grimm da. Auch hier möchte ich wieder speichern vorher. Greetings. Eine alte Zwergin begutachtet die Stapel. Ihre Haut sieht so hart und furchig aus wie eine Walnuss. Trotz ihrer Statur gelingt es ihr, auf dich herabzublicken. Du darfst dich gerne umsehen, aber lass die Priester und Schreiber ihre Suche fortsetzen. Sie wirft einer der in Roben gehüllten Stalten einen vernichtenden Blick zu. Man darf ihnen bloß keine Ausreden geben. Okay. Wonach suchen sie? Vielleicht kann ich es finden. Oh, weil ich ehrlich bin. Sie mustert dich und reibt sich das Kinn. Und ich könnte wohl darauf vertrauen, dass du sie wieder beschaffst. Sie wirft den Priestern erneut einen bösen Blick zu. Schlechter als dieser nutzlose Haufen kannst du dich nicht anstellen. Diebe haben eine antike Schriftrolle von Vale gestohlen. Sie wollen verkaufen, was verborgen bleiben soll. Ein Geheimnis der 100 Visionen, die pure Blasphemie. Aber cool, da wir ehrlich sind, hat sie uns diesen Auftrag jetzt gegeben. Ihre buschigen Augenbrauen bilden einen Bogen über ihre Brille. Die Wachen haben einen von ihnen gefangen genommen, waren aber etwas übereifrig beim Verhör. Sie konnten nur etwas von einem Bauernhaus in der Straße nach Dürfurt aus dem herausholen. Finde die Diebe. Es ist mir gleichgültig, was du mit ihnen machst, solange du die Schriftrolle zurückbringst. Wehl belohnt den ausdauernden Suchenden, und das tue auch ich. Erzähl mir was über dich. Ich bin die Oberarchivare der Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Sie hustet laut in ihre Faust. Und ich bin zu alt und zu beschäftigt, um sinnlose Fragen zu beantworten. Oh. Ich möchte mehr über Wähler erfahren. Ihr Lächeln. Ah, die sind nicht sinnlos oder was? Ihr Lächeln zeigt eine Reihe schiefer Zähne. Das ist der Haken, nicht wahr? Wähl ist der Gott der verborgenen und der offenbarten Wahrheiten. Je mehr man von den 100 Visionen sieht, desto mehr muss man noch entdecken. Wir nennen Wähl zwar oft ihn. Der sieht und nicht gesehen wird. Doch ist er weder männlich noch weiblich. Wähl eine bestimmte Eigenschaft zuzuweisen, heißt, einen anderen essentiellen Teil seiner Göttlichkeit außer Acht zu lassen. Oh, was macht das für einen Sinn? Götter sind so doof. Die 100 Visionen? Ein ehrfürchtiger Name für Wähls unzählige Offenbarungen. Trotz des Namens sind sie unendlich. Jede Erleuchtung führt zu einer weiteren Mysterium. Ja, das ist der Realität dummerweise wirklich so. Und ich dachte, ich wäre beschäftigt. Okay, Sagania, ja. Ich habe Fragen zu der verschwundenen Schriftrolle. Dann frag. Oh, wir haben nicht genug Wahrnehmung. Das ist schade.
Was ist an der Schrift so besonders? Weil ist der Gott der Geheimnisse. Wenn ich es dir sagen würde, würde ich sie entwerten, oder nicht? Es ist eine Parabel. Sie nährt den wissbegierigen Verstand und vergiftet den Törichten. Ja, das ist... Naja, das spielt auf das falsche Verstehen eines einer Metapher, eines Symbols an, im Grunde. Und dass es dann zu dummen Schlüssen führen kann, die Probleme bereiten können. Sag mir, was du über die Liebe weißt. Sehr wenig. Nur, dass sie so töricht waren, zu glauben, sie könnten den Gott der Geheimnisse bestehlen und dass sie zu einem Bauernhaus fliehen wollten. Woher weißt du das? Was soll ich mit ihm tun? Was dir beliebt. Töte sie, raube sie aus, lasse sie in Frieden. Mir ist es gleichgültig. Sie winkt ab und lächelt dunkel. Ich betrachte es als eines von Wales Geheimnissen. Sie gefällt mir. I like it. Haben wir noch was anderes? Schade. Yay, die Parabel von Whale. Ich wette, in der Parabel wird genau das beschrieben, was passiert. Also was wir dann durchführen. Das wäre total lustig. Okay, interessant. Wir haben wieder eine Quest. Quest. Und was ist die Quest? Quest? Von Whale aus der Halle der aufgedeckten Geheimnisse Trutzburg gestohlen, die Archivarin Grimbevel, wie ich auch spüre. Ja, nur wo sie ist. Im verlassenen Bauernhof auf dem Weg nach Dirfurt. Pff, ja, ach so, irgendwo hier. Also in den Waldendebenen wahrscheinlich oder so. Wow. Das kann auch eine Weile dauern, bis wir die Aufgabe angehen. Da muss ich nochmal durch die Waldfurtebenen rennen. Ja, hätte da nicht hingehen sollen. Das wäre doof. Also war doof im Grunde von mir. Dass wir das schon gemacht haben. Wir hätten erst hier hingesollt. So schnell es geht, im Grunde. Naja, obwohl, dann wären die Kämpfe auch viel schwieriger, ne? Die waren nämlich relativ in Ordnung. Relativ gechillt. Oh, guck mal, wie wenig Ausdauer er hat und wie wenig sie hat. Das sind unsere zwei schwächsten Charaktere. Und Melvin ist ausgerechnet eine unserer beiden Nahkämpferinnen. Na gut, wir haben ja noch den Fuchsi. Das hilft, denke ich. Das hilft. Okay, wo wollen wir noch hin? Gab's hier noch irgendwas Schönes? Ja, hier unten die Katakomben. Aber da will ich ehrlich gesagt nur rein, wenn es mir gesagt wird. Da gehe ich jetzt einfach so rein. Wir waren in Lumdalas Haus, da war nicht viel. Wir könnten nochmal zum Marktplatz und zur Expeditionshalle gehen. Aber das würde Eda nicht gefallen, denke ich. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir das machen. Aber zum Marktplatz können wir ja mal kurz gehen, vielleicht ein paar Sachen schnell verkaufen. Wir haben ja echt gute Sachen mittlerweile, also wir brauchen ja nichts mehr wirklich so viel. Schnelle Zielerfassung ist auch cool, dann kriegt sie nur Schaden. Lora. Hallo Lora. Gods keep you. Die junge Frau steht neben einem Karren und beobachtet die Menge mit großen, intelligenten Augen, die dich ins Visier nehmen, als du dich näherst. Lass dir ruhig Zeit, Reisende. Wenn du nach verzauberten Schriftrollen oder Gewändern suchst, bist du bei mir richtig. Zeig mir deine Waren. Teldas Ring. Ring der Zauberei. Wow, kostet der viel. Das ist unser gesamtes Vermögen. Kann nur verwendet werden von Zauberer. Plus zwei zweite Stufe. Wow. Plus eine vierte Wow. Telda war eine Elfenzauberin aus Edir, die immer wieder an den Grenzen ihrer beträchtlichen Macht verzweifelte. Nachdem sie fast 200 Jahre lang die meisten Zauber gemeistert hatte, die den Gestandenen bekannt waren, stellte sie fest, dass ihre größte Herausforderung nicht in ihrem Repertoire lag, sondern in ihrer Unfähigkeit, ihre Magie regelmäßig einzusetzen. Sie verbrachte das letzte Jahrhundert ihres Lebens damit, einen Weg zu suchen, ihre Fähigkeiten zu verstärken. Als sie schließlich den Zauber entwickelt hatte, den sie benötigte, ließ sie ihn in diesen Ring bannen, damit der umsichtige Zauberer den Zauber nicht bewirken müsse, um ihn zu nutzen. Gute Idee. Mann, aber viel zu teuer, ey. Ja. Plus 9. Wow. Das sind epische Endgame-Dinger, Leute. Hab ich so das Gefühl. Siegel des Glaubens für einen Priester. Plus eine Stufe 1 Zauberanwendung. Plus eine Stufe 2. Plus eine Stufe 3. Wow. Da müssen wir jetzt nicht lesen, aber wow. Und überall Schriftrollen und wow. Haben wir irgendwie Schriftrollen so im Quark zu verkaufen? Eigentlich nicht so wirklich, ne? Man sollte mal bei den Leuten verkaufen, zu denen es auch gehört. Haben wir hier Schriftrollen? Wir haben ein paar Schriftrollen. Ja, komm. Die kann weg. Die kann auch weg. Nein, die soll nicht weg. Ritual der ungezähmten Wildnis. Plus 3 Überleben. Das kann auch weg. Schau, der Wandel in Schatten mehr Heimlichkeiten. Das braucht alles nicht eigentlich. Du möchtest sowas nicht haben, aber hier, wie wär's mit diesem Zwerf? Du bist uns dann irgendwie beschuldigt oder sowas. Ach komm, Hauptsache es ist weg.
Ja, have fun. Sonst haben wir aber nicht wirklich was, was ihr geben könnt. Den will ich hier nicht geben. Kleine Erholung. Minus 4 Dauer von aktiven abträglichen Effekten. Minus 20% Dauer abträglicher Effekte. Bin ich mir nicht so sicher. Ja, komm, 200 KP reichen. Läuft. Self kannst du auch behalten. Have fun. Have fun, Mädchen. Bietet für fähige Männer und Frauen, die ihren Können unter Beweis gestellt haben, eine reiche Auswahl an profitablen Abenteuern. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so gut ist. Aber wir werden es wahrscheinlich trotzdem tun. Peregund! Wer bist du denn? Ah, hallo, du bist es, sagt die Orleanerin mit... Ah, sie, die haben mir doch den Wagen gerettet. Oder irgendwie, ne, wieder geguckt. Danke, dass du meinen Laden besuchst. Ich versuche immer noch, mich von dem Verlust der Ware zu erholen. Achso, wir haben das untersucht zumindest, sagt sie wütend. Mein Angebot ist nicht mehr so viel wie früher, aber vielleicht findest du ja etwas. Zeig mir die Waren. Wie wär's mit einem kleinen Rabatt? Boah, die Fallen sind doch schweineteuer. Ganze Menge Fallen. Entehaken. Campingbedarf. Nicht wirklich viel sinnvoller Kram. Wir haben auch keine Fallen, glaube ich. Die wir ihr verkaufen könnten. Wir haben Hundi. Oh, der gelbe Labrador ist süß. Dieser kleine gelbe Hund scheint große Freude daran zu haben, dich zu begleiten. Er hechelt fröhlich, während er ausgelassen neben dir herläuft. Wie süß. Auch wenn es sehr dumme Tiere sind. Zerfetztes Tagebuch. Ach so, das ist das Tagebuch aus Sealand Lees. Sealand Lees ist es übrigens, sehr gut. Ne, wir haben nichts für dich. Wir haben eine ganze Menge. Wow, wir können so viel Crap hier verkaufen, das ist voll gut. Und wir haben einen Zaubermacher-Wälzer. Da ist einiges schon drin. Interessant. Eine Pistole. Hiervon werden wir groß was verkaufen. Wir haben mehr als Zauberbuch noch. Räuber gegen die Elemente. Aber wir brauchen nicht so viel Zauberbücher, ehrlich gesagt. Will ich aber nicht verkaufen, die Zauberbücher. Außerdem, oh, die bringen schon nicht wenig. Also muss man schon sagen. Nope, danke. Du hast für uns nichts. Hilde, Ikron. Hello. Ikron steht hinter einem Stand und poliert ein Breitschwert. Das gemusterte Fleisch um seine Augen herum ist alt und faltig. Die Muskeln in seinen Armen sind knotig und mager und doch hält er die Waffe ohne jede Mühe. Er blinzelt dich an. Willst du dich umsehen? Du wirst in ganz Trotzburg kein besseres Angebot an Waffen und Rüstung finden. Außer bei Sonild, versteht sich. Er grinst schief. Was an Sonild so besonders? Sie hat ihren Laden in der Expeditionshalle. Er deutet mit dem Daumen über seine Schulter. Sie verkauft die beste Ausrüstung der Stadt, aber Venan hält sie an der kurzen Leine. Die redenden Waren sind reserviert für angeheuerte Expeditionsteilnehmer, Mitglieder der Dutzenden und alle anderen, an denen er Gefallen findet. Was hast du denn? Puh. Ein einzigartiger Kriegsbogen, Leute, den will ich haben. Aber der kostet einfach mal so viel. Ich meine, sie könnte den wahrscheinlich voll gebrauchen. Gruppe? Nee, was? Was hast du für einen Bogen? Nur einen guten Jagdbogen. 13 bis 20 und der ist gut, das heißt, er gibt mir Genauigkeit. Hail and well met. Und dieses hier. Ah, jetzt können wir es sogar vergleichen. 17 bis 26. Wow, das ist ein ganz schöner Buff. Genauigkeit gegen Abwehr. Eigenschaften entziehend, betäubend und gut. Angriffe können bei kritischen Treffer betäuben. 20 Schaden als Ausdauer. Wow. Die Damenhand, ein Zepter. Das wäre was für ihn. Er ist auch so eine Dame. 11 bis 17. Also das wäre gleich. Aber wacker, zuverlässig und gut. Ging nur gut. Das ist viel zu teuer. Arm des Teins. Eine Pike, eine zweihändige. Naja, sein... Ja, sein Gaunsanteil ist nicht so stark, aber er muss auch nicht so viel Schaden machen. Er muss nur weghalten. Was hast du? Ein gutes Schwert. Aber die ist zweihändig, die Pike. Das wäre auch nicht so gut. Die wäre besser für uns. Ne, Gerechtigkeit ist eindeutig besser. Erhöhte Reichweite störend und gut. Und wir haben die Zerschlagungspeitsche. Ach nee, das ist ja unten unser Skill. Der ist echt nur gut? Obwohl es Gerechtigkeit ist? What? Ja gut, noch mehr 10% Schmetterschaden, aber...
Und der Splitterstern. 14 bis 21, das wäre ja was für ihn. Können wir uns sogar leisten. Leichter Treffer wird zu einem Treffer. Das heißt, er kann praktisch keinen leichten Treffer mehr machen, wirklich. Entziehend und gut. Ach, und Umwandlung. Ja, okay, das ist die Umwandlung. Entziehend und gut. Und das hier ist Vernichtung, bewachend und gut. Plus 0,5 zu Faktor des kritischen. Oh, wow. Nochmal 50% Crit-Schaden mehr. Und mehr einen Feind mehr angegriffen. Das ist dann wahrscheinlich bewachend. Ja, bewachend könnten wir gebrauchen. Aber ich glaube, hier werden wir jetzt erstmal ein bisschen was von unserem Crap los. Das wir nicht so brauchen. Guter Zweihänder, die können weg. Dann, was ist das? Ein guter Streifleger kann weg. Großer Schild kann weg. Will ich mir aufheben. Ein guter Dolch kann eigentlich auch weg. Ein kleiner Schild kann weg. Mittlerer Schild kann weg. Ein guter mittlerer Schild, der kann da bleiben. Die Mordaxt, die ist sogar echt besser als das, was er hat. Das macht mich traurig. Kann trotzdem weg. Okay, die Pistole kann weg, weil wir haben die Donnerbüchse. Obwohl die Pistole ist einhändig. Ne, die ist auch zweihändig, also screw it. Der gute Streitkolben weg. Der gute Kriegsbogen macht mehr Schaden als bei der Truppe. Ja, den sollten wir ihr vielleicht geben. Guten Panzerbrecher. Lassen wir mal. Das Stilett kann weg. Der Speer kann weg. Wow, machen wir hier eine Kohle. Der ganze Crap kann auf jeden Fall weg. Den brauchen wir alles nicht. Vielleicht nehmen wir den doch wieder zurück. Ein guter kleiner Schild, den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht, wir holen uns lieber wieder die Pike. Und sonst passt, oder? Ich denke, passt, ja. Okay, wir könnten noch Rüstung verkaufen. Ja, alles was hier, alles was schon mal nicht blau ist, kommt weg. So oder so, ist alles Quatsch. Hallo, Lederrüstung, die war wirklich gut. Zumindest war sie special. Wir haben hier noch einen besseren Schuppenpanzer, einen guten Schuppenpanzer. Kann also weg. 3000, wow. Okay, das ist eine Menge Kohle. Ich denke mal, du wirst dich über das Geschäft freuen. Ich kann es dir nur raten, sonst gibt es mich aufs Maul. So, Leute. Oh, wir überziehen schon wieder wie die Hölle. Oh, ich muss hier leider einen Cut machen. Die zwei Sachen können wir schnell noch einsammeln. Noch ein Fisch. Was haben wir hier noch? Diese Schilde wurden in lange vergangenen Schlachten ramponiert und zerkratzt. Okay. Beim nächsten Mal gehen wir in diese wunderschöne Halle hier. Söldner alles. Ich weiß nicht, ob wir uns auch zu Söldner machen wollen. Und mit denen hier mitarbeiten. Hardmiths Lager, okay. Ja, beim nächsten Mal schauen wir mal, was sich hier verbirgt. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit von der Partie, wenn es wieder das Let's Play Pillars of Eternity. Bis dann, Leute. Tschüss.